Wenn man die Gelegenheit hat, ein Auto zu fahren mit 408 PS und unfassbaren 660 Newtonmeter Drehmoment, dann geht einem natürlich das Herz auf. Und wenn er dann noch so cool aussieht wie der Volvo C40 allemal. Das hier ist also der Volvo C40 Recharge Pure Electric. So heißt er richtig. Das ist sozusagen der schräge Bruder vom XC40. Die Lifestyle-Version könnte man auch sagen. Und es ist das erste Modell von Volvo, das nur mit elektrischem Antrieb geliefert wird. Wie unterscheidet sich jetzt der C40 vom XC40? Außer natürlich hier mit dem Coupé-Dach in mehr Punkten, als man eigentlich glaubt. Fangen wir mal mit der Front an. Hier haben wir zum Beispiel den Kühlergrill lackiert in Wagenfarbe. Dazu natürlich wie immer hier die Scheinwerfer im Design von Thor's Hammer, in dem Fall allerdings mit Pixel-LED-Technik. 4,43 Meter ist der C40 lang, 1,59 Meter hoch, damit ist er je nach Ausführung 6 bis 7 cm flacher als der XC40. Das sollte natürlich positive Auswirkungen auf die Aerodynamik haben, sprich der CW-Wert ist etwas besser und die Stirnfläche ist etwas kleiner. Im Resultat sollte das dann natürlich am Ende heißen, mehr Reichweite. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist Volvo ja schon immer ganz weit vorne, zum Beispiel beim Einsatz von recycelten Materialien oder jetzt auch bei den Reifen. Denn jeder Volvo, wie hier der C40, wird nur noch mit Allwetterreifen ausgeliefert, damit man im Jahr nicht 8, 4 Sommer, 4 Winter, sondern nur noch 4 Reifen braucht. Und dieser Allwetterreifen hier von Michelin, der Cross Climate, der sieht schon mal gar nicht so aus wie ein Allwetterreifen. Dazu, was man so in den Testberichten über diesen Reifen liest, muss wirklich sensationell sein. Vor allem, was den Bremsweg angeht und den Grip in den Kurven, werden wir uns anschauen. Der C40 soll ja laut Designabteilung von Volvo einige Stilelemente vom legendären P1800 haben. Die Jüngeren erinnern sich, Simon Templer mit Roger Moore, wie zum Beispiel hier hinten in der Seitenscheibe der Knick nach oben, die hochgezogene Schulterlinie und natürlich das stark abfallende Dach, aber das hat ja sowieso jedes Coupé. Wir haben hier hinten zwei Spoiler, einen Dachspoiler und einen sozusagen einen Heckspoiler. Die sollen bei höherer Geschwindigkeit die Reichweite um bis zu 4% steigern. Was ich allerdings vermisse, das ist ein Heckscheibenwischer. Aber wenn ich mich bei den neuen Autos so umgucke, scheint der sowieso wieder aus der Mode zu kommen. Das Heck ist natürlich mega schick, gerade hier mit den langgezogenen Rücklichtern. Typisch Volvo, aber die sind wirklich noch mal eine Nummer extra cool geworden. Hier mit den Elementen drin. Und dann zieht sich das Ganze hier mit einem eleganten Schwung bis in die Fahrzeugmitte rein. Also das sieht fast schon so aus wie das Götterwerkzeug von unserem guten alten Kumpel Thor. Schönheit hat allerdings auch seinen Preis. Im Vergleich zum XC40 ist der Kofferraum ein bisschen geschrumpft. Er ist immer noch solide. Wir haben hier 413 bis 1205 Liter, die hier reinpassen. Hier unten gibt es noch ein zweites Staufach. Mega praktisch, gerade so für Berg- oder Skistiefel oder andere Sachen. Eins allerdings sollte man beachten, wenn man die Heckklappe in einem Parkhaus öffnet. Die schwingt nämlich hier mit dem Heckspoiler auf 2,25 Meter hoch und das könnte in der Parkgarage durchaus eng werden. Also insgesamt sieht der C40 schon sehr, sehr cool, sehr lifestyleig, vor allen Dingen sehr modern aus. Ich würde mal sagen, das ist das hohe C skandinavischer Designkunst. Was das Losfahren angeht, einfacher geht es wirklich nicht. Kennen wir schon vom XC40. Es gibt hier keinen Start-Stopp-Knopf mehr, sondern ein Sensor im Sitz meldet dem Autofahrer oder Fahrerin an Bord. Fuß auf die Bremse, Gang einlegen und los geht's. So, gehen wir gleich mal auf die Bahn. Kickdown und diesen Kick muss man sich einfach mal geben. Das ist wie beim Drag Race, wie der anzieht, diese Unmittelbarkeit, dieses Reinknallen, das ist einfach nur sensationell. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund, warum sich viele Leute ein Elektroauto kaufen, weil es einfach so Spaß macht, einfach mal runter das Ding zu nageln und dann nach vorne zu schießen. In 4,7 ist hier der C40 auf 100 und dann geht es natürlich ohne Unterbrechung weiter nach vorne. Er hat ja dieselbe Antriebseinheit wie der XC40
und natürlich auch der Polestar 2, also mit diesen 408 PS und 660 Newtonmeter Allradantrieb, zwei Elektromotoren. Und dann zieht der stramm durch, bis 180 wird ja immer bei Volvo der Stecker gezogen, in dem Fall 180 plus, bisschen Vorlauf. Und das Schöne ist, wenn man auf die Reichweite guckt, wenn du dir zwischendurch mal so einen kleinen Kickdown, und das musst du unbedingt machen, leistest, dann schrumpft die Reichweite nicht gleich wie einen Wollpulli bei 90 Grad, sondern das bleibt alles relativ stabil. Da wir gerade von der Reichweite sprechen, wir haben einen 78 Kilowattstunden Akku drin. 75 Kilowatt werden im Endeffekt genutzt. Und dann kann man sich ja eigentlich selber ausrechnen, die meisten Elektroautos brauchen so zwischen 20, je nach Fahrweise, bis 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die offizielle Reichweite ist hier 444, aber die ist, wie gesagt, offiziell und nicht realistisch. Wir haben gerade 100% geladen, deswegen werfen wir jetzt mal hier einen Blick auf den Range Assistant. Also hier haben wir drei Zahlen. Oben die kleine 450, das ist sozusagen die Laborreichweite, die 444 Kilometer plus. Dann hier die 310, das ist die Reichweite, die realistisch ist, hochgerechnet aufgrund meiner bisherigen Fahrweise. Und dann hier unten die 250, das ist das, wenn du richtig wahrscheinlich Tempo bolst und viel Saft verbrauchst. Und hier so auf der Autobahn würde ich sagen, ist so 125, 130 das optimale Tempo. Da machst du gut Strecke, ohne zu viel Reichweite zu verbrauchen. Und was das Laden angeht, ist er auch gut dabei. Mit 150 kW bist du in 37 Minuten von 10% auf 80%. Überhaupt, wenn du hier drin sitzt, alles fühlt sich mega straff, mega fest, sehr solide an. Du hast hier gleich ein gutes Gefühl, so von der Lenkung her, vom Lenkrad, vom Fahrgefühl, vom Fahrwerk. Das ist alles, wie gesagt, mega straff. Es gibt ja Autos, auch Elektroautos, wenn du da ein bisschen mehr lenkst, dann fängt es irgendwie so ein bisschen an zu quietschen oder zu schaben. Hier überhaupt nichts, du hörst überhaupt keine Knarzgeräusche. Das ist alles wirklich tippitoppi verarbeitet. Und hier drin im Cockpit natürlich der typische Volvo-Look. Alles ganz klar, ganz reduziert, so typisch Nordic-Style. Du hast alles an Knöpfen, was du brauchst. Und was ich natürlich lobend erwähnen muss, ist, es gibt einen Drehregler für die Lautstärke. Und der ist nicht nur da, nein, der ist auch groß, der fühlt sich gut an. Und hier in der Mitte natürlich der typische Volvo senkrecht stehende Touchscreen. Und was ich gut finde ist, du hast hier nicht zu viele Menüpunkte und schon gar nicht 1000 Untermenüs, sondern alles reduziert auf das Wesentliche. Und du kannst natürlich sowieso alles mit einem Hey Google. Zeig mir den Weg zur nächsten Kartbahn. Kartbahn Wackersdorf, Weltmeisterschaftskartbahn sogar. Das sind doch die wichtigen Dinge, mit der man hier so ein Sprachmenü testen muss. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Volvo legt extrem viel Wert auf Nachhaltigkeit. 25% der Materialien hier im Innenraum bestehen aus recyceltem Material. Zum Beispiel hier die Teppiche, die bestehen aus 70 PET-Flaschen. Und außerdem ist der C40 hier absolut lederfreie Zone. Auch wenn es hier beim Lenkrad und bei den Sitzen aussieht, als wäre es Leder, ist kein Leder. Da hat man lange gesucht, bis man hier das richtige Material findet. Und soviel ich weiß, kannst du auch den C40, selbst wenn du es willst, nicht mit Leder bestellen. Und das finde ich gut. Und was wir hier für Applikationen haben, hier vorne und in den Türen, das sieht jetzt so ein bisschen willkürlich aus, was da für ein Muster drin ist. Ist es aber nicht. Das sind die stilisierten Höhenlinien des Abisko-Nationalparks in Nordschweden. Über uns der weißblaue bayerische Himmel. Das Panoramadach ist serienmäßig. Das Coupé ist natürlich ein bisschen niedriger, hatten wir schon angesprochen. Aber vorne und hinten hast du mit 1,90 überhaupt keine Probleme, außer vielleicht hier ein bisschen beim Einsteigen, da muss man den Kopf ein bisschen mehr einziehen. Aber vom Sitzen her hast du hier wirklich auch reichlich Platz drin. Und Volvo hat ja im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern von Elektroautos die Akkus nicht unten im Unterboden untergebracht, sondern hier in der Mitte im ehemaligen Kardan-Tunnel. Dadurch, gerade hinten, kommen die Füße weiter runter. Deswegen hast du mehr Beinfreiheit nach unten. Und das finde ich schon mal eine ziemlich clevere Idee.
Also bevor es jetzt auf die Landstraße geht, müssen wir unbedingt hier nochmal diese Dynamik uns geben. Einfach nochmal den Kickdown, wie die Kiste mit ihren 660 Newtonmeter den 408 PS nach vorne zieht. Aus jeder Lebenslage, gib ihm voll nach vorne. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich eindrucksvoll. Und hier auf der Landstraße merkst du gleich, der fährt sich genauso, wie er sich anfühlt. Schön straff, schön geschmeidig. Und weil wir ja gerade hier bei der Menüführung noch über Reduce to the Max gesprochen haben, normalerweise kannst du ja bei vielen Autos die verschiedenen Fahrmodi einstellen. Sprich Eco, Normal, Sport oder manche sogar Sport Plus. Das gibt es hier nicht mehr. Das Einzige, was du einstellen kannst, ist ein sportliches Lenkradgefühl. Aber das Auto hier passt sich, was sozusagen den Fahrmodus angeht, ganz automatisch deinem Fahrstil an. Sprich, je schneller, je sportlicher du fährst, desto sportlicher, desto straffer wird hier die Abstimmung, das Fahrwerk, desto direkter wird die Lenkung. Und das ist wirklich klasse, weil wenn das automatisch geht, dann hast du immer genau den Fahrmodus zur Verfügung, den du gerade brauchst. In dem Fall jetzt zum Beispiel hier ein bisschen mehr was Sportlicheres. Wir haben hier auch nur in den Kurven, selbst in schnelleren Kurven, nur ganz leichte Wankbewegung. Aber bei einem Auto, das 2,2 Tonnen wiegt, gehört das natürlich dazu. Man spürt dieses Gewicht kaum. Das kaschiert der wirklich richtig gut hier mit seinem Allradantrieb und dieser satten Straßenlage, dieser satten Abstimmung. Also der gefällt mir richtig, richtig klasse. Also je schneller, je sportlicher du fährst, desto sportlicher wird die Gesamtabstimmung und desto mehr Kraft geht an die Hinterachse. Sprich, du kannst dann umso besser, umso sportlicher rausbeschleunigen aus den Kurven. Gerade in engen Kurven macht das extrem viel Spaß. Und die hintere Spur ist übrigens 25 mm breiter als die vordere. Das sorgt natürlich auch nochmal hier zur Unterstützung von diesem sportlichen Fahrgefühl. Also ich mag diesen straffen Grundcharakter, den der C40 hier hat. Das ist alles sehr sportlich, sehr geschmeidig, natürlich auch sehr kraftvoll mit diesen 408 PS. Dazu auch noch komfortabel. Also dieses Gesamtpaket haben die wirklich klasse hingekriegt. Was die Rundumsicht hier angeht, ist ja gerade auch wichtig für die Stadt. Die ist wirklich nach vorne und zur Seite optimal nach hinten raus. Klar, durch die flach stehende Heckscheibe ist das Ganze natürlich ein bisschen eingeschränkt. Wir hatten ja die Allwetterreifen, die Cross Climate, angesprochen. Und ich finde die absolut ausreichend, absolut top. Zumal die Kollegen bei Automotor Sport hier beim Bremstest gemessen haben, dass es 34,5 Meter sind, also unter 35. Also auch da gibt es, was den Grip angeht, nichts zu bemängeln. Und neben dem ganzen Fahrspaß, der ganzen Dynamik, die der C40 dir hier vermittelt, vermittelt der dir auch ein extremes Gefühl der Sicherheit. Klar, Sicherheit wird ja bei Volvo seit eher ganz groß geschrieben. Mit den ganzen Kameras und Sensoren, die der hier an Bord hat, erkennt der alle Autos, Radfahrer, Fußgänger, Motorradfahrer. Und wenn es brenzlig werden sollte, bremst der entsprechend ab, um Unfälle oder um schwere Unfälle zu vermeiden. Es gibt eine Studie vom US-Institut für Verkehrssicherheit, die besagt, mit diesem System hier reduzieren sich die Unfälle mit Verletzten um bis zu 56%. Und das finde ich echt mal eine Ansage. Also dieses Gesamtpaket hier vom C40 finde ich wirklich klasse. Das Auto macht so richtig Laune. Die kann, wenn man sich dann die Preise anschaut, wieder ein bisschen vergehen. Der Spaß fängt an bei rund 45.000. Wenn du dir den C40 mit einem Motor bestellst, bestellst du ihn dir so, wie wir ihn hier haben, mit zwei Motoren, also mit 408 PS und. Dann kommst du auf rund 62.000. Aber da kannst du 9.000 an Prämien wieder abziehen. Dann sieht das Ganze schon einen Tick besser aus. Aber dafür bekommst du ein Auto, das ein absoluter Genuss ist zu fahren. Ein Auto, das ein Designerstück ist, der innen auch super stylisch ist, extrem solide verarbeitet, absolut Premium hier ist. Genügend Platz hat, trotz der Coupéform, vorne und hinten. Ein Auto, das alle Sicherheitssysteme an Bord hat, die man sich nur wünschen kann.
Schön, er könnte vielleicht ein bisschen effizienter sein, was die Reichweite angeht, aber allein die Dynamik, alleine der Fahrspaß, den der hier bietet, ist fast schon das ganze Geld wert.